80 Jahre, ja. Topfit, was ist dein Geheimnis für die Jugend? Mein Geheimnis für die Würfel leben. Ja, ich lebe hier zwei Leben, das eine als Mensch, das andere als Wolf. Wenn es mir am besten gefällt, behalte ich für mich. Wenn man 80 ist, dann am besten werden Wölfe. Ja. Die Wölfe jetzt so nah nach, also so viele Jahrzehnte, du immer ja wirklich hautnah dran. Ja. Also wie, verdeck mir nicht die Optik. So wie ja eigentlich niemand. Was, diese Tiere, die sind dir natürlich ans Herz gewachsen, ist klar. Ja. Aber so, ja, was macht denn den Reiz für dich der Wölfe aus? Auch, warum bist du bei den Wölfen jetzt geblieben? Es gibt eine regelrechte Verbindung zwischen den Wölfen von mir und mir, ja. Und zwar gibt es ja dieses, wie soll ich sagen, die Wölfe mögen mich und ich mag die Wölfe. Und ich habe es von Jungen an aufgezogen und wir leben zusammen. Und bei den Wölfen, da hat jeder im Rudel, hat da seine Aufgabe. Und ich bin das oberste Wolfstier, ich stehe bei allen Wölfen im Park. Ja. Aber du bist nicht im, so wie ich so oft gesagt habe, du bist kein Alpha-Wolf, du bist mehr ein Futterwolf. Nein, ich führe nicht das Rudel. Das Rudel wird geführt vom Alpha-Wolf. Aber auch der Alpha-Wolf untersteht mir. Und ich werde auch oft gefragt, ob ich einen Liebling dabei habe. Kann ich nicht haben. Das ist immer der Alpha-Wolf. Oder weil wir die Tage-Rangordnung haben. Oder die Alpha und die Alpha-Wölfin. Ja, ich kann nicht in dem Rudel nicht machen, was ich will. Wenn ich jetzt zum niederen Wolf hingehe, nach dem Motto, ich habe euch alle lieb, dann sieht der Alpha-Wolf, das ist ein Angriff an von mir und greift den an. Ja, jetzt 80 Jahre, andere Leute sind aber seit 15 Jahren im Ruhestand, du nicht, du aktiv immer noch an der ja, Front klar. Quasi dabei. Macht auch Spaß. Ja, und das bleibt auch erstmal so. Das bleibt so, ja. Also super. Werner, weiterhin viel Erfolg. Danke, Mati. Wir machen ja, davon gehe ich einfach mal aus, wir machen noch etliche Filme zusammen.